Hallo liebe Hungrige, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich jedenfalls mag Blaubeeren und ich mag auch Schokolade. Und da ich auch noch ein schickes, schnell umzusetzendes Rezept besitze, gibt es heute einen blaubeerigen Schokoladenkuchen. Wir brauchen dafür Zartbitterschokolade, etwas Zucker, Salz, 5 Eier, Butter, gemahlene Haselnüsse, etwas Mehl, Puderzucker und natürlich Blaubeeren. Zuerst trennen wir Eigelb und Eiklar voneinander und wie man das effektiv macht, dazu gibt es ein Video, auf das ich hier und in der Infobox verlinke. Zum Eiweiß geben wir eine Prise Salz und schlagen es dann mit dem Schneebesen des Rührgeräts steif. Wenn es dann die erforderliche Konsistenz hat, stellen wir es erstmal kühl. Die Zartbitterschokolade zerbrechen wir grob und schmelzen sie unter gelegentlichem Rühren über dem Wasserbad. In eine Schüssel geben wir zur weichen Butter den Puderzucker und verrühren beides zu einer cremigen Masse. Anschließend rühren wir einzeln und nacheinander die 5 Eigelb ein. Nachdem auch das letzte eingerührt ist, fügen wir nun die gemahlenen Haselnüsse hinzu, rühren auch diese ein und verfahren anschließend mit dem Mehl ebenso. Zu dem bis hierher zubereiteten Teig gießen wir jetzt die flüssige Schokolade und arbeiten diese ebenfalls ein. Und wenn wir dann also eine homogene Masse haben, geben wir in zwei Etappen das steif geschlagene Eiklar hinzu und heben dieses unter. Da der Teig doch relativ fest ist, müsst ihr dafür ein wenig Geduld aufwenden. Am Ende ist der Teig dann wieder deutlich flüssiger. Nun nehmen wir eine eingefettete Springform, geben den Teig hinein und streichen diesen etwas glatt. Und darauf verteilen wir nun 2/3 der gegebenenfalls verlesenen, jedenfalls gewaschenen und getrockneten Blaubeeren. Und dann kommt unser Schokoladenkuchen in den Backofen. Und zwar bei 190 Grad, Umluft 170 Grad für 30 Minuten. Dann öffnen wir kurz den Backofen, verteilen auf dem Kuchen das letzte Drittel der Blaubeeren, schließen den Ofen wieder und backen den Kuchen für weitere 10 Minuten. Den dann fertig gebackenen und noch heißen Kuchen bestreuen wir mit etwas Zucker und lassen ihn dann in der Form vollständig abkühlen. Abgekühlt sieben wir dann noch etwas Puderzucker darüber und damit ist dieser leckere, schokoladige Blaubeerkuchen fertig. Ob ihr ihn dann mit oder ohne Schlagsahne serviert, bleibt euch überlassen. So oder so, er schmeckt prima. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls euch jedoch ein anderer Schokoladenkuchen lieber ist, zum Beispiel die italienische Variante als Parozzo oder doch die irische mit Guinness, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.